So, willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Wir werden gerade entdeckt. Das ist gerade mal nicht so gut. Wir sind hier immer noch auf diesem Penthouse von diesem Politiker, dessen Namen ich mir überhaupt nicht gemerkt habe. Starte den Upload. Und wir versuchen das Ganze nochmal, nachdem wir hier im letzten Versuch leider gestorben sind. So, also, der Trick ist, alles niederzumachen. Mit netten Worten kommen wir hier nicht weit. Das haben wir im letzten Versuch definitiv gemerkt. Okay, eine Kamera wäre jetzt ganz cool. Ich muss so viele Leute wie möglich irgendwie... Ah, was ist denn hier? Wer sieht mich denn hier? Verschaff uns Zugang, bevor die alles löschen. Ich bringe euch ins System rein. Dann startet ihr mit dem Botnet einen Brute-Force-Angriff und ladet alles runter, was ihr könnt. Aber sobald der Download startet, wissen die, dass du drin bist. Ansonsten wäre es ja keine Party. Und ich habe eine Überraschung für sie. Okay. Na, ich dachte es mir schon. Es ist zu hoch für Jumpy. Leute, ein Auftragnehmer ist unterwegs. Wiederhole, der Auftragnehmer braucht ein wenig Platz. Oh, mach keinen Scheiß. Scheiße. Klar, du hast, wie sagt man, Skills, aber das wird dir nichts bringen. Ich sagte, fick dich! Ich hab voll die Skills, Mann. Oh, mach keinen Scheiß. Okay. Also. So, du kriegst auch noch einen. Hallo, ich habe einen Spezialauftrag für dich. Ach, Mann. Ich glaube, das wird wieder nichts. Na, super. Obwohl ich hier eigentlich gar nicht so schlecht stehe. Was eine eventuelle Verteidigung angeht. Aber trotzdem kriegen sie mich immer platt. Ich kann es melden, aber sie haben mich.
Shotgun ist jetzt auch nicht unbedingt die ideale Waffe für diesen Kampf. Okay. Wir stehen hier ganz am Rande des Einzugsfeldes für diesen Download. Ich frage mich, ob ich jetzt mit dem Auto hier türmen kann, was hier steht. Das wird ja nicht ohne Grund stehen. Wäre natürlich irgendwie nochmal ein richtig cooler Abgang. Dein Fluchtplan ist fertig. Nordöstliche Ecke. Du wirst begeistert sein. Okay. Also nicht mit dem Auto. Ja, okay, hier bin ich schon gar nicht so verkehrt. Man kann auch mal Glück haben. Wow, Ziplining. Ach du Scheiße. French, das ist der Wahnsinn. Okay, weg hier. Fahren Sie ran! Entschuldigung. An alle Einheiten, wir schauen uns nochmal um. Es kann nicht weit sein. Entschuldigung. So, das war's. Marcus, wir haben ihren Plan B. Die wollen an die Wahlmaschinen. Wahlmaschinen? Sind die nicht ziemlich geschützt? Die schützen die Daten erst nach der Wahl. Mit den Invite-Daten ignorieren die das Ergebnis, bevor ein Wähler den Hebel zieht. Josh hat rausgefunden, wo die Maschinen stehen. Er wartet vor Fort Point auf dich. Fort Point? Bin unterwegs. Oh, Marcus? Bring vielleicht etwas Sprengstoff mit. Ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Sprengstoff habe ich immer am Start. Hey, schau zu mir! So, Fort Point. Wo ist Fort Point? Da. Ach, ja, 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 da war ich schon mal. Au! Oh. Hallo? Kommt ihr klar? Was soll das? Fort Point war ich schon mal, da habe ich Kerndaten gesammelt. Das war ein ziemlicher Akt, das weiß ich noch. Auch mit diesen typischen schäbigen Leitungen verschieben, Kramsgedöns. Na gut, da wollen wir dann mal rüber heizen. Uhu. Hi.
Das sieht so geil aus. Also die Stadt haben sie schon gut hingekriegt. Wartet er auf dem Klo auf mich? Bist du nur... Erstmal ein Abseilen. Josh, sag mir, dass du da nicht drin bist. Marcus, auf dem Dach sind Scharfschützen. Scharfschützen? Was faselst du da? Das sind Humani. Tut mir leid, die sollten gar nicht hier sein. Dushan muss sie angehört haben. Warum flüsterst du denn? Flüster. Gar nicht. Jetzt da gehe ich nicht rein. Hör zu. Morgen schaffen sieht diese Maschine raus zu den Wahllokalen. Und wie sieht unser Plan aus? Reverse Engineering? Nein, in unserem Zeitraum ist das nicht machbar. Ihr Virus stammt vom Militär. Das Schlauste ist wohl, sie alle zu zerstören. Alle zerstören? Was willst du machen, sie sprengen? Das Fort ist eine Militärbasis. Da gibt's einen Haufen Sprengstoff. Keine Wahlmaschinen. Das verzögert die Wahl. Ja, wir enthüllen die Manipulation. Und die Leute haben Zeit, sich vernünftiger zu entscheiden. Fuck ja, ich bin dabei, Josh. Bist du dabei? Okay. Okay. Okay, Josh, viel Spaß. Puh, das klingt schon wieder nach einer sehr heftigen Mission. Ist Wahlmaschinensprengen nicht etwas extrem? Scheiße, nein! Wie Josh gesagt hat, wir verschaffen der Wahl etwas Zeit. Ist eigentlich Bürgerpflicht. Ach Mann, es wird schon wieder so eine heftige Geschichte. Warum kann ich nicht mal eine leichte Mission kriegen? Mann. Immer dieser Stress. Ich halte das nicht aus. Ich halte diesen Stress nicht aus. So komme ich gar nicht. Verdammte Hacke. Aber hier kommen wir hin. Okay. Soweit, so gut. Schön hier. Also die Golden Gate Bridge nachts sieht mal richtig cool aus. So, direkt unter mir quasi wäre dann eine. Okay, ich will mich mal gerade hier so ein bisschen umsehen. Gucken, ob ich irgendwas in die Luft sprengen kann. Was? Wer sieht mich denn hier bitte? Also das ist so ein bisschen schäbig an diesem Spiel. Ich meine, so dumm die KI jetzt zum Beispiel in Mafia 3 war, aber hier ist sie einfach unrealistisch, unnatürlich schlau. Die sehen mich und wissen, wo ich bin, obwohl sie mich gar nicht sehen können. Das passt einfach nicht. Die haben einfach irgendwie so einen siebten Sinn hier, glaube ich. Ach Mann. Geben Sie auf! Ich brauche Hilfe! Ich sitze fest! Ich bin getroffen! Mist, ich muss weg hier! Ach ja, das kannst du doch schon wieder. Ach Mann.
Ja, keine Ahnung, wie die jetzt auf einmal wussten, dass ich da oben stehe. Es hätte mich überhaupt keiner sehen können. Ging gar nicht. Ach, Mann. Ist Wahlmaschinensprengen nicht etwas extrem? Scheiße, nein! Wie Josh gesagt hat, wir verschaffen der Wahl etwas Zeit. Ist eigentlich Bürgerpflicht. Na gut, dann das Ganze nochmal von vorne. Jetzt müsste ich mich theoretisch hier irgendwie verstecken können. Ohne dass mich sofort wieder irgendwer sieht. So quasi, dachte ich mir das. Aber so dachte ich mir das gerade ja auch schon. Wenn ich jetzt irgendwelche Leute in die Luft sprengen könnte, so wie ich das bei Watch Dogs 1 machen konnte. Und auch hier geht's ja teilweise. Aber leider nicht immer. So, die sind noch nicht kaputt. Echt nicht? Warum sind die noch nicht zerstört? Das gibt's doch gar nicht. Die sind doch komplett im Eimer. Warum zählt das nicht? Ach Mann, das ist doch unfair. Nein, den hier will ich. Keine Ahnung. Es zählt nicht als zerstört. Scheiße. Ja, ich werde hier so oder so rein müssen anscheinend. Auch mit dem Verstärkung rufen, das geht eigentlich zu schnell. Das Symbol zum Verstärkung rufen, das ist eigentlich, müsste es ein bisschen länger dauern. Vor allen Dingen, bis sie auch eintrifft. Der ruft gerade an. Das Telefonat ist noch nicht mal fertig, dann ist die Verstärkung schon da. Also der Punkt hat mir in Mafia 3 besser gefallen. Da ist noch eine, die ist, glaube ich, noch nicht kaputt. Ach Mann, ey. Das wird wieder ein richtiger Akt werden. In
Ihn hat es auch jetzt so gar nicht gestört, dass das Ding explodiert ist. Ja, und da hinten muss ich so oder so rein, also bringt mich alles nicht weiter hier. Also ist wieder Kampf angesagt. Na komm, beweg dich, Markus. Wer hat mich entdeckt? Wer? Es ist überhaupt keiner hier. Nee, das ist wirklich unfair, ey. So, okay. Hier hätten wir theoretisch ein Fenster, aber da komme ich wahrscheinlich nicht durch, oder? Natürlich nicht. Wäre auch zu einfach. Ja, dieses eine Ding da, das ist nicht kaputt gegangen. Oh. Okay. Okay. Okay, da habe ich zufällig noch welche erwischt. So, da kommen die Killer angefahren. Das ist auch sehr praktisch. So, ich kriege meine Drohne wieder an den Start. Auch sehr gut. Na komm, fliegt da durch. So ist fein. So, hier habe ich nichts zum Sprengen. Leider. Da habe ich was. Dann habe ich nur noch die einen da oben.
Okay, da könnte ich theoretisch, wenn ich durch dieses Fenster käme, würde ich da wunderbar hinkommen. Aber vielleicht kann ich durchs Fenster eine Granate schmeißen. Das kann man vielleicht mal versuchen. Das wäre dann quasi der hier. Den hier einmal durch. Sauber. Aber es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Spürt ihn auf. Es ist einer hier. Zwei sind übergeblieben. Zwei sind übergeblieben, ich fasse es nicht. Scheiße, das war meine letzte. Au. Ärgerlich. Okay, wunderbar. Hab sie alle. Jetzt solltest du vielleicht verschwinden. Meinst du? Halte ich für eine grandiose Idee. Also runter mit dir, Plattform. Dann drehen wir die Flucht an. Sowas von weg. Ihr werdet mich nie wiedersehen. Wuhu! Bin raus. Gut. Hey, wir haben ein Video gemacht mit dem Zeug aus dem Penthouse. Sieh's dir an. Mitbürger, Inwald hat euer geheiligtes Wahlrecht als Spielzeug missbraucht. Ihr wurdet ins Visier genommen und von Inwald manipuliert, um ihre Marionette zu wählen, Mark Russ. Aber der Zack hat Inwald gehackt und ihre Algorithmen geändert. Die Umfragen kippten sofort. Entschlossen, Russ wählen zu lassen, griff Inwald selbst auf Hacking zurück. Hier. Inwald CEO Mary Catskill übergibt einen Virus für die Wahlmaschinen an Mark Russ persönlich. Die Wahl wurde verschoben. Mitbürger, nutzt diese Zeit zum Nachdenken. Lasst nicht zu, dass ihr manipuliert werdet. Der Zack, bitte euch, denkt nach, bevor ihr wählt. Der Zack hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Wow, schicke Limousine. Meine Limousine. Und 8 Forschungspunkte haben wir auch wieder erhalten. So, wofür können wir sie denn ausgeben? Für Basteleien. Verbesserte Explosion. Fehlende Kerndaten. Ach, ärgerlich. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Gib eine falsche Fahndung mit der Warnmeldung gefährlicher Krimineller für deine Zielperson heraus. Das ist eine neue Polizeigeschichte. Das können wir auch machen. Obwohl ich ja lieber die Gangmitglieder habe. Aber das passt schon. Schönes Auto. Gut, also das war anscheinend auch schon die Mission im Namen des Volkes.
Das heißt, wir haben jetzt noch Shanghai und den Roboterkrieg. Und dann haben wir noch den Zodiac-Killer. Und wie gemalt muss ich auch noch zu Ende machen. Ansonsten haben wir alles soweit erstmal fertig hier. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, das würde mein Herz sehr erwärmen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Adios, amigos.